Hallo liebe Kiket-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial Kiket 5.1.x. Hallo, willkommen zurück. Ich muss hier ein kleines Korrekturvideo machen. Bin durch einen Kanalnutzer darauf hingewiesen worden, dass mir beim Video über die PCI Express-Karte ein relativ großer Fehler unterlaufen ist. Woher ist das oder wodurch konnte das entstehen? Ich habe hier einfach mehrere Stunden an dem Video gebastelt. Und ja, da wird man einfach betriebsblind, wenn man hier ständig auf diese Zeichnung schaut, auf diese technische Zeichnung. Und zwar ist dieser Fehler folgendermaßen. Ich habe diese Linie hier im Video versehentlich auf das Niveau dieser Linie hier unten gezeichnet. Das ist aber falsch, sondern diese Unterkante hier hinten bewegt sich auf diesem gleichen Niveau hier. Das heißt also, sie muss 8,25, das ist dieser Abstand von der Unterkante hier zu dieser oberen Kante, nach oben versetzt werden. Wie können wir das jetzt ändern? Wir gehen dazu ins FreeCAD, öffnen da unser PCI Kartensketch und ich habe es hier schon mal geändert. Ich gehe nochmal zurück. So ist jetzt die ursprüngliche Skizze, so wie ich sie im Video falsch gezeichnet habe. Wir sehen also hier diese Linie hier hinten sitzt jetzt auf diesem Niveau und laut technischer Zeichnung muss sie also hier auf dieses Niveau gesetzt werden. Wie können wir das jetzt machen? Ich hatte ja zwischen diesen beiden Linien, also Vorder- und Hinterkante, eine Gleichheitsbeschränkung gesetzt. Das sehen wir hier an diesem Gleich und hier diese 106,5 mm vergeben. Wir wählen jetzt hier dieses Gleichheitszeichen mit dem Cursor an. Wenn es gelb markiert ist, klicken wir einmal links. Damit wird es angewählt und drücken dann Entfernen. Dadurch wird diese Gleichheitsbeschränkung zwischen diesen beiden Linien entfernt und wir bemaßen jetzt senkrecht einfach neu, indem wir hier das senkrechte Bemaßungstool nutzen, klicken diese Linie an und wir haben jetzt hier die 106,5 mm schon vorgegeben und ziehen jetzt einfach die 8,25 ab, also minus 8,25 mm. Damit rutscht jetzt diese Linie hier hinten auf dieses Niveau hier oben und sitzt jetzt auch richtig. Damit wäre jetzt der Edge Cut richtig und könnte jetzt auch über die, ich speichere ihn mal ab, über die KiCad Step-Up Workbench dann in ein PCB-Layout importiert werden oder exportiert werden hier aus dem FreeCAD heraus. Der zweite, etwas kleinere Fehler, der mir auch hier beim Zeichnen im FreeCAD unterlaufen ist, mit dem kann man aber durchaus leben, ist diese Hilfslinie. Die hatte ich genutzt, um hier diesen 180-Grad-Bogen im Video zu erzeugen. Die braucht es nicht, die ist nicht zwingend erforderlich, dadurch, dass wir ja hier diese Tangentialbeschränkung auf diese obere Hilfslinie, und die brauchen wir, gegeben ist, ergibt sich dieser 180-Grad-Bogen automatisch in dem Moment, wie ich jetzt hier die Bemaßungen vergebe. Das heißt also, diese Linie braucht es nicht zwingend, ist aber auch nicht falsch, im Prinzip nur doppelt gemoppelt, kein, naja, größerer Fehler sozusagen. Gut, damit hätten wir das erstmal erledigt. Das ist jetzt also der größere Fehler, der mir hier unterlaufen ist. Jetzt sitzt das hier richtig. Und wer jetzt natürlich schon hier seinen Edge Cut in ein Projekt exportiert hat und hier schon Bauteile hat, drauf hat auf der Platine, der muss natürlich jetzt hier im KiCad ändern. Und wie können wir das machen? Dazu gehen wir hier rechts auf die Ebene Drawings User, nutzen dann das Linienwerkzeug, gehen hier vorn auf diese Ecke, positionieren hier sauber mittig auf die Ecke und ziehen unsere Linie jetzt hier nach hinten. Wir brauchen nicht zwingend darauf achten, dass sie gerade ist. Ich zeige euch auch gleich, wie man sie richtig sauber gerade kriegt. Wir ändern jetzt unser Werkzeug, beenden das mit Escape oder Rechtsklick über Abbrechen und wählen jetzt diese Linie hier mal an. Und nutzen über E die Linieneigenschaften und wir brauchen jetzt hier den Startpunkt Y, der liegt also vorne an dieser Ecke. Ich mache nochmal zu, hier vorne dieser Startpunkt Y, der liegt auf 143,575 mm und wir müssen den Endpunkt hier hinten ebenfalls auf dieses Niveau ändern, 575.
und damit wird unsere Linie jetzt auch automatisch gerade und liegt hier sauber an. Als nächstes wechseln wir dann hier auf diese Edge Cut Linie und gehen hier mit Linksklick auf diesen Punkt, ziehen die jetzt hier sauber senkrecht nach oben, legen die ab. Das gleiche tun wir dann hier hinten noch einmal mit diesem Punkt, ziehen den ebenfalls nach oben und legen jetzt unsere Linie hier sauber ab. Als nächsten Schritt gehen wir dann nochmal hier auf die senkrechte Linie, ziehen diese ebenfalls hier über den Punkt nach oben und legen die ab. Im nächsten Schritt wird jetzt hier eine Edge-Cut-Linie vom Footprint nach oben gezogen. Halt, wir müssen natürlich dazu das Layer wechseln in das Layer Edge-Cuts. Nutzen jetzt hier unser Linienwerkzeug. Ziehen unsere Footprint-Linie hier, unsere Edge-Cut-Linie nach oben. Beenden das Werkzeug, passen hier noch die Breite an. Die Linienbreite hier oben ist 0,16. Mit der Taste E kommen wir da rein, 0,16 mm. Das ist dann jetzt angepasst. Wir können jetzt diese Drawings-User-Linie anklicken, markieren und mit Entfernen entsorgen. Und müssen jetzt als letzten Schritt noch die Sperrfläche anpassen, das heißt hier die Sperrflächen nach oben ziehen und die Sperrfläche insbesondere hier noch von unserer Ecke einen Millimeter nach oben ziehen. Ich mache das jetzt mal hier freihändisch. Ihr müsstet das dann noch sauber ausmitteln, hier entsprechend anpassen. Wir beenden das Werkzeug. Damit ist jetzt hier diese Sperrfläche noch eingezeichnet. Diese Sperrfläche kann man noch markieren und hier entsprechend nach oben noch auf die Edge-Cut-Linie ziehen. Das spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Damit hätte man auch diese PCI-Express-Karte noch so weit geändert, dass auch sie dann ordentlich passt. Bitte dann nochmal an dieser Stelle um Entschuldigung für den Fehler, der mir da unterlaufen ist, und wünsche viel Spaß mit KiCad. Tschüss und bis zum nächsten Mal.